Hallo Leute und willkommen zurück zu Jagged Alliance 2. Wir nehmen das Spiel wieder auf, wo wir angefangen, aufgehört haben letztes Mal. Wir haben erfolgreich den Sektor verteidigt. Wo wir jetzt drauf achten müssen ist, danke für den Tipp, das Funkgerät zu aktivieren. Denn das sorgt dafür, dass wir mehr sehen, was wir tun. Und ansonsten ist der Plan, hier auf weitere Medkits zu warten. Und eventuell Söldner zu trainieren. Wenn wir bei ordentlich Loyalität sind in Drassen, sollte das möglich sein. Eventuell können wir auch einfach einen Söldner nach Omerta abstellen. Und nach dem, was ich in anderen Let's Plays gesehen habe, da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, ist das durchaus möglich, noch mehr BSE-Söldner anzuheuern. Es gibt nur ein Maximum, wie viel man gleichzeitig haben darf. Das heißt, sollte einer von unseren guten BSE-Leuten sterben, können wir ihn auch so wieder beleben und müssen nicht unbedingt einen Spielstand laden, sondern lernen dann so aus den Fehlern und machen das Ganze ein bisschen realistischer, sagen wir mal so. Also lieber Zombie, als dass wir irgendwas laden, was sehr komisch ist. So, alles klar, Noobs ist am Reparieren. Wir haben ein paar Sachen, die noch nicht top sind, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir ins Inventar reingucke, hier waren ein paar Waffen zu reparieren oder irgendwie sowas. Ah, da geht nicht viel. Tränengrasgranate geladen, hat deswegen ein Sternchen, alles klar. Pistole in Ordnung. Fiedelsgewehr ist auch gut. Und noch ordentlich Munition. Wir müssen hoffen, dass wir im Rang bei Bull Ray irgendwann aufsteigen, damit wir uns etwas bessere Waffen und oder Munition holen können. Weil bestimmt Munition irgendwann knapp werden wird. Wir haben hier ein bisschen Munition rumliegen, aber nichts, was jetzt zum Beispiel in die interessanten Waffen passt. Nicht wundern, wenn ich nach irgendeiner Taste suche, ich habe da irgendwie so einen blöden Sonnenstrahl drauf, scheint auf dem Bildschirm. Ich sehe nicht unbedingt, was da gerade abgeht. Deswegen muss ich immer ein bisschen genauer hingucken, wo denn nun der Button ist. Ja, 90mm Magazine meistens. 25er teilweise. Aber zum Beispiel nichts von den Dingern für die MP5. Was sind das für welche? 10mm. Ja. Ja, keine 10mm. 18mm gibt es eine Menge und Pfeile. Gut. Egal, scheiß auf Pfeile. Wir haben hier ein bisschen Verbandszeug. Irgendwo haben wir eventuell sogar noch eine Arzttasche, die immer in der Verwendung ist gerade. Obwohl eigentlich alle verbunden sind. Also wir müssten eigentlich dann, was ich richtig sehe, ist Gothica der Doktor. Mit 50 Medizinkenntnissen auch scheinbar der höchste jetzt. Mir abgesehen, ich bin recht gut. Dann sollte er auch weiter Doktoren, die einer Patienten machen. Klaus könnte eventuell... Klaus war unser Funker. Genau, Klaus könnte, der ist in Frog 1 aktiv. Der könnte unser Funkgerät anschalten. Gucken wir, ob wir das hinbekommen. Oh, ich sehe überhaupt nichts da unten. Ich bin der Meinung, er müsste das Funkgerät haben, von denen die... Funkgerät, okay. In die Hand nehme ich an. Wir haben Batterien drin, die brauchen wir, ja. Okay, und wie machen wir das jetzt an? Oder ist das jetzt an? Oder muss das im Kopf halten oder irgendwas? Also ganz eindeutig ist es nicht. Muss ich ja sagen. Das Zweibein ist übrigens für größere kalibrige Waffen gedacht. Für Scharfschützengewehre und sowas. Es kann zum Beispiel an einer MP5 nicht montiert werden. Aber es gibt halt die Möglichkeiten, da andere Handgriffe und sowas reinzumachen bei den kleineren Gewehren, die wir sie haben. Laufverlängerung, ähnliches. Wäre vielleicht eine schlechte Idee, vielleicht ein Dämpfer. Muss man mal schauen. Und Zielfernrohr zweifach.
Was halt für mittlere Entfernung. Spannende Frage ist halt, bekommen wir unsere Lieferung? Hier ist nichts. Okay. Gut. Was passiert eigentlich, wenn man die Leichen umgrabbelt? Hier ist nichts. Ach verdammt, ich hab Mist gebaut. Haha, falsche Szene und ich hab's nicht gesehen. Die müsste es sein. Oh, scheiße, es tut mir leid. Ich hab gar nicht gesehen, was abgeht. Okay, auf jeden Fall, Klaus hat das Funkgerät in der Hand. Ich weiß nicht, ob es an ist. Microphone muted. Ich gehe mal davon aus, dass es an ist. Microphone activated. Disconnected. Das müssten wir jetzt eigentlich hier im Dingens sehen. Wisst ihr was? Ich schaue mal einfach kurz nach. So, wir sind zurück vom Forschen und es heißt, man soll das an die Stelle packen, wo das Tims Packkampftasche normalerweise sitzt. Sollte also dann seinen Effekt haben, denke ich. Ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Gibt doch nicht viele andere Positionen, wo man das hinpacken kann, nachdem was ich... im Gegenlicht so sehen kann. Vielleicht macht das wirklich Sinn, ich weiß es nicht. Na gut. Hoffen wir, dass das das macht, was es soll. Und gehen hier erstmal raus. Und warten ab, dass unsere Patienten sich erholen. Wenn einer davon fertig ist, können wir ihn runterschicken, um Milizen zu trainieren. Kevin könnte dafür gehen, er hat die Führungskraft, die nötig ist. Grunty nicht ganz, Ira auch nicht ganz. Grunty könnte eventuell 20, Ira auf keinen Fall. Ja, und wie auch Slick schon fragte, was Ira getroffen hat, ob sie ein Wildschwein gerammt hat. Nein, das war Zusammenstoß mit Blei, soweit ich mich entsinnen kann. Sie hatte einen Treffer am Kopf vor 2-3 Episoden, der leider nie ganz verheilt ist. Vielleicht geht das ja auch wieder weg, ich weiß es nicht. Lassen wir auf jeden Fall das Spiel ein wenig laufen. Das ist eigentlich mit 5000 Credits. Sollten wir nochmal gucken, ob wir vielleicht bei Bobby Ray mittlerweile mehr bestellen können. Ach verdammt, mein Dämpfungsding hier am Mikrofon geht ständig ab. Ich lasse das mal ab jetzt. Achtung, laut! So. Da war noch ein Lappen drauf als Reflexionshinderung und Hintergrundgeräuschdämpfer für den Fernseher von den Poolhochaufnahmen. Okay, Bobby Rays. Gibt's bei Second Tent was Schönes? Oh, da gibt's tatsächlich was. Bei den Feuerwaffen gibt's auch mittlerweile mehr. Sogar eine Uzi. Was ist das? Mat 49, MP aus den 50er Jahren. 19mm Munition, das ist natürlich sehr gut, weil 19mm haben wir im Überfluss. MP41 auch 9x19mm. Gar nicht so, sie können einfach auch mal auf MPs filtern.
Wir gucken, ob wir bis Second Hand ganz gute Waffen kriegen. Eine Bock-Doppelflinte, Kaliber 12,70. Beretta M12, 99mm MP. Vielleicht keine schlechte Idee. Scheint auch einen verlängerten Griff hinten zu haben. Jetzt die Frage bei Zubehör, ob das was dran steht, ob das eingebaut ist, ob man das einbauen kann. Natürlich schön, wenn es dabei ist, aber ich glaube nicht, wenn dann so viel Zubehör, das wird nicht alles Dämpfer oder Laufhängung, wird so ein Scheiß sein, aber... Oh, eine schöne Desert Eagle, das wäre eher was. 375er Magnum Magazin. Haben wir leider nicht so übermäßig in hoher Menge. Ein chilenischer Klon von Heckler & Kochs MP5K. Auch nie, die kann auch mit Zoom 2.0 ausgerüstet werden. Ich würde mal eine nehmen, die 9x19mm. Was LM weiß, weiß ich jetzt nicht. Aber... Zoom-Faktor zweifach, ja. Das kann man mit den meisten machen. Kadenz war, glaube... War das der Rückstoß? War der Rückstoß? Oder war das der Abfall der Kugel auf Entfernung? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sollten wir mit hoher Reichweite nehmen, was nicht schlecht wäre. Der Colt ist gar nicht schlecht, aber... Die Magazin her, ich nehme mal die hier mit 165. Die Beretta am 12, die können wir uns leisten. Die bestellen wir mal. Ja, mal. Ah, verdammt, gibt nur eine. Dann bestelle ich zusätzlich. Ah, der Desert Eagle Mark II benutzt andere Munition, aber. Nee. Irgendwas mit schöner Reichweite. So mal 1915 Meter Reichweite ist gar nicht so schlecht. Die Ordnung ist 35. Glock ist nicht schlecht, aber die Reichweite ist nicht so toll. Alles ein bisschen kritisch. Natürlich geil, wenn wir eine Waffe haben, die wenig AP frisst, wa? Ist gar nicht schlecht. Toll, Delta Eagle, 10mm Auto. 10mm Munition haben wir wieder nicht, verdammt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Kadenz, ich sollte mich mal aus den Fachbegriffen belesen. Wir nehmen noch ein Schrotgewehr mit. Nicht über Nacht Express, sondern obwohl doch, man weiß ja nie. Was kostet uns das? 3.400, das können wir uns leisten. Ja.
Alles klar. Gut, wir haben bestellt um, ich kann es nicht lesen, 12.58 Uhr an Tag 3, 12.56 Uhr. Das heißt, wir müssen am nächsten Tag den Mist kriegen. Theoretisch am nächsten Morgen sogar, also innerhalb von 12 Stunden. Okay, dann versuchen wir mal, das etwas laufen zu lassen. Speichern vorsichtshalber, auch wenn ich das nicht öfters nötig machen will. Wir lassen mal ein bisschen laufen, damit unsere Leute dann auch mal sich erholen können. Natürlich blöd, dass genau da das Pause-Ding ist, wo ich nichts sehe. Ich muss immer die Hand halten, die eigentlich in der Maus ist, um den Zeitraffer zu aktivieren. Grunty und Kevin geht's schon ziemlich gut. Fiedel ist wirklich arg angeschlagen und Ira auch. Obwohl Grunty natürlich mehr Reserven hat. Ein bisschen schneller. Ach, ich bin wieder auf Pause gesprungen. Warum das? Weil ich rumgeblättert habe? Nee. Einfach so. Repariere Iras Gasmaske. Wunderbar. C13 Trassen erobert. Hä? Wann ist denn das passiert? Und warum hat Klaus das nicht mitbekommen? Verdammt! Dann fürchte ich, müssen wir loslegen. Die Gasmaske ist repariert, Waffenrüstung, alle Teammitglieder sind repariert. Kevins Kevlar-Weste ist wieder in Ordnung. Okay. Das ist doof. Ich weiß zwar nicht, wann und wie die da reingeraten sind. Noch irgendjemand Munition aus dem Ding. Ups, sie hat noch ein bisschen was. Ich nehme mal ein Stapel Magazine noch mit. Was hat Klaus eigentlich für eine Waffe? Ach, die ist neben dem blöden Rucksack, der nicht funktioniert. Okay, er benutzt 10mm Automagazin. Da haben wir nicht mehr viel von, das ist doof. Der hätte vielleicht Munition bestellen sollen. Okay, Gothica hat eine Baikal-Schrotflinte. Und seine MP5 auch mit 10mm Auto. Also, er hat zu sehen, die Schrotflinte zu benutzen, größtenteils. Okay, Ira hat genug Munition und zwei Waffen mit 38er, wo wir keine Munition für haben mehr. Grunty, 9x19mm, gut ausgestattet. Kevin hat seinen Granatwerfer, genau. Mit einer Kugel. Eine Browning Punkt 40mm, Verdammt. Kaum Munition. Fiedel hat noch zwei Magazine, so wie es aussieht.
Eventuell sollten wir ihm eine Reservekanone geben. Die vielleicht nicht völlig im Eimer ist. Ja, die geht mit 77 von 90. Die kann zumindest repariert werden bei Bedarf. Und eine Schachtel Munition dazu. Gut, Nupsi war ausgerüstet. Alles klar. Ja, falsche Taste. Hier da ein Viereck. Müsste ein Lloyd sein. Gucken wir mal. Es sind Feinde in der Nähe. Ach was. Ah, und Nachbarland kommt auch einer an. Stand da gerade 9? Oder 7 oder was? Gut, der Klassiker, wir bauen uns hinter dem Bunker auf. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Hier! Was zum Geier ist das für ein... Was zum... Ach, das sind... Was sind das für Viecher? Das sind irgendwelche Geier, die da die Leichen fressen. Weil wir die haben liegen lassen. Okay, kannst du darüber? Ja, kannst du. Ah, fuck. Ja. Okay. Ja. Haben wir eigentlich irgendwo eine Nachtsicht auf, was wir nicht brauchen? Nee, sieht nicht so aus. Ja. Grunty kann 90 laufen, das heißt, er kann sich hier verschanzen. Nein, nicht unterbrechen. Aua. Ihr Ärsche. Jetzt kann er nicht zu Ende laufen, oder was? Ah. Okay, Kevin bleibt mal da. Hey. Beedle ist noch da am Wuseln, den bewegen wir weiter rüber hier. Okay, dann warten wir mal. Hoffen, dass Gossika sich wieder erholt. Ja. Unterbrechung Klaus. Ach, du kannst den sehen. Hast du dein Zielfernrohr drauf? Ich glaube ja, sieht so aus. Aua. Das ist nicht gut. Ira unterbricht. Ja, wegen dem Typen. Was der Reichweite, was soll der Mist? Ich höre merkwürdige Geräusche. Ja. Hier. Grunty ist auch gut getroffen. Ja. Ein Midpack dabei. Sieht nicht so aus. Aber er ist eigentlich gut geduckt da. Es wird einfach mal Zeit zurückzuschießen. Hier!
brauchst du gerade kaum Punkte. Kann er wenigstens schießen von da aus? Nee, auch nicht. Ja. Ja. Okay, Kevin. Nicht den Granatwerfer, sondern die Pistole. Ah, es ist ja unwahrscheinlich zu treffen. Zwar absehbar, verdammt. Ja. Aus der Reichweite ernsthaft? Ich frag mich zwar, wie sie da hinschießen kann, aber offenbar geht's. Hier. Ja. Okay, Klaus. Kannst du da vielleicht hinschießen? Sieht ja fast so aus. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich hinterfrag's mal lieber nicht. Aber es gibt wahrscheinlich, weil wir eigentlich nicht sehen. Ja. Eine Verschwendung von Zügen, würde ich fast sagen. Wunderbar, wenigstens etwas. Eine schöne Streusalbe rübergezogen. Nein! Oh, Grunty, nicht! Ich weiß nicht, was ich da gehört habe, aber es gefällt mir nicht. Something's moving. Ja. Okay, Kevin, mach mich stolz. Du siehst ihn wenigstens. Ah ne, außer Reichweite. Das ist Blödsinn. Gothica ist voll am Arsch. Wir müssen Noobsy nehmen. Und wenn sie den Gegner sieht, sollte das auch funktionieren. Verdammt. Era kommt auch nicht wirklich ran. Ja. Kevin ist da außer Reichweite. Ich sollte wohl besser einen Abgang machen. Wie sieht's bei dem aus? Auch außer Reichweite. Probier's trotzdem. Besser als gar nichts. See. Und Fiedel, geht mal hier rüber. Ach, von der hätte auch schießen können, verdammt. Da hätte ich mich doch beinahe verletzt. Ja. A-Rod unterbrochen wegen dem Typen. An den sie eigentlich nicht rankommt. Total sinnfreie Unterbrechung. Ich höre einen Krach. Ah, Squash! Ja? One of these days, my luck's gonna run out. Okay, Klaus hat unterbrochen, wegen dem Typen. Dann sagen wir doch mal Hallo zu dem. Verdammt! Nicht gut. Gar nicht gut. Und, tschüss. Verdammte Axt. Ja. Ich dachte, das wäre hier aufregend und ich. Also wenn wir den Sektor gar nicht schaffen, dann werde ich laden, aber ich werde es wenigstens versuchen.
Ich hoffe bloß, ich sehe nicht so beschissen aus, wie ich mich fühle. Nein, danke, dein Haar sitzt perfekt. Du hast die Haare schön. Dom, 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 da. So sieht es also aus, wenn man verliert. Das ist die spannende Frage, warum haben wir den nicht kommen sehen und warum war die Anzahl so daneben? Oder war das schon wieder... Eigentlich dachte ich ein Dreieck oder irgendwas für 5 Leute oder so, aber... So sah es nicht aus. Boah, diese blöden Punkte sind so fucking schlecht zu sehen auf diesem Ding mit der Sonne im Rücken hier. Dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich nehme mal Grunty vom Patient runter, der ist im Dienst. Grunty ist ein Nachtmensch, gut zu wissen. Es wurde auch angeraten im letzten Video, dass ich dem vielleicht ein Nachtsichtgerät geben sollte. Aber Mutter hat Noobs hier das irgendwo rumliegen, die ist ja auch Nachtmensch. Ja, Grunty geht's gut genug und dementsprechend können die anderen mehr machen. Dann werden wir mal gucken, ob wir das jetzt mit Klaus hinkriegen, dass er vernünftig funken kann oder irgendwas mitkriegt hier von der Welt. Packen das Ding mal in die Hand und hoffen, dass es mehr bringt. Gewicht 98%, ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Wir könnten die 1,3 Kilo Feldflasche eventuell dem anders geben. Das ist, glaube ich, besser. Noobs ist auf Überlast ständig, deswegen hat ich auch so wenig Bewegungspunkte. Dann nehmen wir mal die leere Flinte weg. Wohl. Wir können die auch laden und dann jemanden geben, der sie tragen kann. Bossika hat eine Flinte. Aira kann sie tragen. Schöne Sache. Das ist ein bisschen ausgeglichener. Grunty ist sehr unterbeladen. Der könnte eigentlich noch mehr mitschleppen. Warum hat der 18mm Munition? Aber gut, das heißt, er kann wieder hier die Kracht mitnehmen als Dingens und das andere 18er Magazin. Das ein bisschen... Ach, ist er gar nicht. Hätte ich aufgepasst. Hä? Ja, Makarov braucht er. Die kann diese Munition laden. Alles klar. Okay, jetzt sind wir im Gewicht ein bisschen besser verteilt. Fiedel könnte theoretisch noch mehr tragen. Mal Klaus noch was abnehmen. Frage, was der mit Munition braucht. Er braucht das Zweibein aber und das braucht er erst, wenn er irgendwann wirklich ein Snapper-Gewehr hat. Das kann Gossika so lange tragen, würde ich sagen.
Oder Ei oder. Hier muss Korsikan sein. Trage Rucksack. Das Ding war nicht an. Miliz und Feinde anzeigen. Na wunderbar, oh sorry. Okay, jetzt haben wir etwas umgerüstet. Jetzt können wir ein bisschen laufen lassen. Ach, die Bestellung ist wieder weggegangen. Ey, das Safe Game war zu alt. Aber ich glaube, ich werde das auch nicht bestellen, was ich letztes Mal bestellt habe. Wir brauchen mehr Munition. Und zwar speziell für Fiedel. Wenn wir da rankommen. Für seine Kalaschnikow. 5,45x39 mm. Und ja. Wir brauchen 10 mm Auto. Für Gothica und Klaus, genau, weil die gleiche Waffe haben, nur einer mit Zielfernrohr, einer ohne. Den Rest sind wir recht gut aufgestellt. Noobs, ich glaube auch 19 mm. Ja, wunderbar. Und Ira ist mit der Remington bestückt. Kaliber 12 Munition eventuell auch. Dann bestellen wir also diesmal bei Bobby Ray Munition. Schrotflinte. Kaliber 12, 70 Kugeln. Buckshots oder die normale? Gute Frage. Vielleicht gepanzerte und so weiter. Gegen ungepanzerte. Man stop around short range. Wir nehmen lieber die. Nehmen wir mal. Vier Boxen mehr hat er nicht, okay. Keine MG-Munition, nichts für Sturmgewehr. SMG. Nochmal 19 Box. Armor Piercing, ja, her damit. Ah, gut, der sagt einem sogar, welche Waffen, wie viele Waffen wir haben, was das den Mist verschießt. Dann nehmen wir noch 19 mm Munition ein bisschen mit. Pistole. 38er Box ist, glaube ich, nicht schlecht. Mal 18 mm Box, ja, sagt man immer 19 HP. 38er, werden wir mal ein paar mitnehmen. Hallo,
Low Point. Ah, ne, war davon noch welche mit. Nix für die 10 mm Auto, die ich gesehen habe. Und 4,35 wahrscheinlich für Sturmgewehre, wo die AK reinfällt. Na gut. Ab nach Drassen, Express bestellen. Was? 1400, dann ist die Bestellung doch rausgegangen, habe ich nicht geguckt. Tägliches Einkommen ist und so weiter. Können wir es für Rabatt? Nee. Okay, jetzt muss ich echt die rausnehmen, die ich dann mit dem HPS raus. Zwei Boxen. 38er HPS. Ne, aber stattdessen ein bisschen was von der anderen dafür. Alles klar. Ich trotzdem nicht. Verdammte Lieferung ist so teuer. Andermal. Okay, mal gucken, was die Truppenbewegung sagt. Ist die Kevlar-Weste repariert? Jetzt kann ich sehen, dass es ein Dreieck ist. Okay. Ja, dummerweise ist keiner geheilt worden. Weil der Doktor schläft. Okay. Grunty ist ausgerüstet. Klaus sollte jetzt den Waffe anlegen. Gothica auch. Am besten die Schrotflinte erstmal. Fiedel hat Waffe. Kevin hat den Granatwerfer. Okay. Granaten müssen wir auch bestellen bei Gelegenheit. Ira hat ihre Waffe, Noopsi, braucht noch. Okay. Alles klar. Trupp 1. Runter. Das Ding sagen, dass sein Feind, ich hoffe. Die Stelle ist an sich nicht schlecht. Ich finde es so schade, dass sie irgendwie da durchschießen, die Popel. Und jetzt würde ich alle hinter einem Container verstecken. Hier ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir fangen mal hier an. Hinterm Flughafengebäude. 3 da, 3 da, würde ich sagen. Ja, und da ein mehr. Okay, nochmal. Noopsi will ich da hinten haben. Zusammen mit Grunty. Fiedel dahin. Zusammen mit Ira.
Klaus als Sniper sollte besser da hinten sein. Kevin eventuell da, weil mehr Leute wegen Tränengras. Und Gothica war ein allgemeiner Schütze. Den will ich auch lieber da haben, da sind eher mehr Leute. Okay, nur aber. Plätze haben wir eigentlich hinter, nicht viele. Ja. 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 Okay, Grunty dahin. Und runter. Hier. Und Gothica. Davor. Und runter. Okay, und hier hinten ist gleich ein Grün. Die Fenster müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut. Fiedel dahinter. Okay. Und Ira geht dahin. Okay, lassen wir sie mal kommen. Sie haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Okay. Plötzlich keine Züge mehr. Nur warten. Nichts mehr lange werden leben. Ja? Okay, er sieht den. Das heißt, Klaus kann ihn eventuell treffen. Ira geht hier hin. Okay, da warten wir einfach noch ein bisschen. Okay, Klaus, tu dein Bestes. Scheint ideale Entfernung zu sein. Henry Herzilla gefreit, da zittert vor Angst. Wunderbar. So muss das. Verdammt, sie sind ein Feind. Aber der Feind hat sie noch nicht gesehen. Aber das ist die Chance, sie rumzulocken. Okay, Kevin sieht ihn auch. Aber Kevin hat den Granatwerfer equipped. Ein kleiner Fehler. Der Granatwerfer hilft uns momentan nicht allzu doll. Und das außer Reichweite, ja, hat keinen Sinn. Ja. Sieh. Ira behält hier ein Auge auf die ganze Gegend. Ansonsten würde ich sagen, warten wir. Ich weiß nicht, was ich da gehört habe, aber es gefällt mir nicht. Ja, Mist. Kevin hat ihn gespottet. Dann versuchen wir zu treffen.
Ja, es, die Entfernung war nicht toll. Ja. Sí. Comprende. Kannst du treffen, Lupsi? Mist. Komm. Mist. Mal einen Schuss hier drin setzen. Wie oft will er noch Leute rufen? Ist recht langsam. Mist. Und jetzt hat Lupsi keine Aktionspunkte mehr zum Unterbrechen. Ah, nein. Lupsi nicht. Ah. Merkwürdige Geräusche. Diese Jobs sind voll mit viel Langeweile. Ja. Es gab eben schön Splatter, was wollt ihr mit Langeweile? Ja. Sie. Ja. Oh. Da ist Henry Herzeler. Los, schalt den Penner aus. Was pflegte Dirty Harry in solchen Fällen zu sagen? War das das mit dem guten Tag zum Sterben? Ach nee, das war... Das war stirb langsam. Oh nein. Müssen wir also Lupsi zurückbringen dann? Nein, bitte triff. Ah, bitte. Danke, Kevin. Ich habe gerade was gehört. Oh nein. Feuern Projektile auf mich ab. Aua. Das hätte echt ins Auge gehen können. Aber anscheinend bin ich ein Glückspilz. This ain't going very well. Ja. Okay, Grunty. Einmal umdrehen. Kannst du zwei Schüsse versemmeln in Folge? Los, Gothica, umdrehen. Und drin mit dem Ding. Annihilated. Okay, kannst du den hier hinten auch noch erwischen? Na, nicht wirklich. Ja. Okay, Klaus hat keine Sichtbahn zu irgendeinem von den... Das ist dumm, das hätte ich jetzt Klaus da rangehen lassen. Suchen wir mit Klaus und so weiter aufzurücken. Um ein bisschen unsere Chancen zu erhöhen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Ich sag mal so, damit dass ich, also mein Charakter rausgeflogen ist, damit kann ich leben. Das kriege ich wohl noch hin. Okay, Grunty. Geht in Ordnung. Dankeschön. Kommt's an den auch noch ran? Außer Reichweite. Ja. Okay, Kevin, bist du? Ist außer Reichweite. Hier. Gothica, was sagt deine Flinte? Keine Actionpunkte. Ja. Okay, Klaus. Auf zum Helikopter. Sie. Hoffen, dass der ein bisschen Deckung gibt. Yep. Okay. Ja. Grunty war unser Arzt, oder? Nee, wo ist das Dumme? Irgendeiner von denen hat ein Medpack dabei. War ich der Meinung. Gothica. Das heißt, er könnte sich sogar selber verarzten, wenn er nicht unser Hauptschütze wäre. Machen wir aber trotzdem in der nächsten Runde. Ja. Erstmal
Selbst von Kevin hat unterbrochen, das ist wunderbar. Aber außer Reichweite, was soll der Mist? Ich könnte höchstens mit seinem Granatwerfer und dafür stehe ich dich genug zusammen, um was zu bringen. Da warten wir wieder, dass einer, lieber, dass einer auf dich drankommt. So zum Beispiel. Oh nein. Ja. Okay, Gothica. Verbinde dich selber. Ja. Kevin. Nimm den raus, bitte. Ja. Okay. Grunty, kannst du den Rest verpassen, bitte? Ja. Okay. Klaus. Your time to shine. Er kommt nicht ganz bis in Reichweite. Verdammt. Sí. Vamos. Fiedel nachrücken. Yeah. Iron nachrücken. Das klingt böse. Ja. Okay, Kevin. Nimm den raus. Jede Gun weniger ist eine gute Gun. Gothica ist nicht mehr am Verarzten. Okay, du machst Verarzungspause. Ich hoffe, das sieht nicht allzu viele Punkte, das Ding rüber zu packen. Bitte trifft den. Ah, verdammt. Grunty. Ah, das ist eigentlich außer Reichweite, das ist das Problem. Okay, bewusstlos. Schöne Sache. Kevin hat keine Actionpunkte. Okay, Klaus. Klaus kommt von da an keinen ran. Das ist doof. Okay, Fiedel hinten rum. Ja, zur Verstärkung. Also so war auch scheiße die Positionierung, auch wenn der eine auf dem Feld da gut rauszuräumen ging, aber vielleicht wäre die beiden Container zu besetzen besser gewesen. Oh. Bäh. Okay. Klaus hat noch Punkte, aber außer Reichweite angeblich. Oh, er kann ihn doch sehen. Wunderbar. Dann können wir zumindest versuchen, den Typ mit dem Gewehr rauszunehmen. Oh. Ja. Okay, Klaus, der mit dem Gewehr. Top Ziel Nummer 1, Priorität. Ah, wunderbar. Er sieht rot. Ja. So muss das. Kevin hat seine Waffe fallen lassen, kaputt gemacht oder was? Was zum Geier? Hier. Okay, jetzt bitte schön einen reinzimmern. Guns tapped out. Danke. Dann wechseln und bei Gelegenheit Grunty verarzten. Okay, Grunty versucht mal durch die Wand zu schießen auf den. Mein Magazin ist leer. Geht sogar, hätte ich nicht gedacht. Okay, Kevin, kannst du hier irgendwie was aufnehmen davon? Nee, gar nichts.
Ja? Aber immerhin haben wir dank Klaus ordentlich was gewonnen. Comprende. Erb! Ist gut! Ja. Ja. Okay, jetzt nimm den Funker raus. Was pflegte Dirty Harry? Klaus ist unser Retter. Okay, Gothica, Grunty verarzten. Kevin, mach irgendwas Sinnvolles. Bitte. Oh, Verbandszeug. Ja. Okay, reicht. Das ist ja wie Weihnachten. Genau, so, und jetzt entweder schießen oder selber verdingsen. Ich glaube, erste Maßnahme ist, verarzte dich. Okay. Gothica kann auch schießen, dann schieß auf den mit dem beschissenen. MP-Ding. Was zum Geier, warum muss ich jetzt zweimal nachladen? Ja. Eigentlich wollte ich doch gerade mit ihm gerade verarzten, warum habe ich das so einen Scheiß gemacht? Ah. Gut. Kein Grund zur Panik, auch wenn ich Blut verliere. Der Popel ist bewusstlos. Hier. Okay, Gothica, hör auf mit dem Unfug. Ein Verharzte. Doch bitte mal Grunty. Danke. Ja. Und Grunty, kümmere dich mal um den. Gut. Ja. Klaus, kannst du den nehmen? Wow. Krasser Schuss, Junge. Alter Falter. Dann warten wir mal, bis wir neue Gegner sehen, wa? Der eine zuckt noch. Der zuckt auch noch. Ja. Wenn ich jetzt bei irgendeinem Messer hätte, könnte ich die, glaube, ausschlachten und die Kleidung irgendwas und Molotovs draus machen, wenn ich gelesen habe. Ich glaube, keiner von den Leuten hat ein Messer. Das wäre ja in dem Slot hier, wenn dann. Nö. Fehlanzeige. Irgendein Messer noch rumfliegen. Nachtsichtgerät, Tasche, Feldflasche, Silberklumpen. Ach ja, der ganze Scheiß, den sollte man lieber nicht liegen lassen. Geld. 9x19 Panzerbrechen, der Schlosserset, Drahtschere. Ich hab's. Aber es zählen keine Dingens mehr. Das heißt, wir können die mit leerer Hand quasi. Uns gelingen würde, die leer zu machen.
Jetzt habe ich ihn ausgenockt und jetzt ist er plötzlich wieder ein Gegner hier oder was? Okay. Das ist nicht gut. Aber wo ist der Gegner, von dem die Rede ist? Ich sehe keinen. Okay, plötzlich nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Liegt irgendwo noch verbluten da rum oder was? Okay. Da ist tatsächlich noch Gegner drin, ne? Lieber 12 Patronen, Wir sind was für Gothica oder Ira. Da sind scheinbar noch zwei Gegner irgendwo. Hier! Gotcha! Aber wo? Okay. Yep. Ja, gut. Sie. Alles wird dann gut. Wir sind auf einmal nicht mehr im Kampfmodus. Ja. Sehr merkwürdig alles. Ein was? Zeigen wir ihnen, wo's lang geht. Ach, da hinten. Was ist da? Ein Teleschlagstock oder was? Oh fuck. Der hat eine MP. Ja, ein Teleskopschlagstock. Okay, wir brauchen Klaus dafür. Ganz dringend. Die anderen beiden wahrscheinlich auch. I'm on it. It's showtime. Here. Der sieht aus, wie er in der Luft hängt. Ich nehme an, die Schrotflinte reicht nicht so weit. Ja. I'm on it. Here. Ich habe gerade was gehört. Ja. Sie. Das waren sicher noch nicht alle von Daydrunners-Männern. Ich wollte gerade sagen, der müsste wohl irgendwann rumkommen. Die Uhr abgelaufen. Ja.
Wer sieht denn den jetzt überhaupt? Ja. Eigentlich keiner von denen. Hier. Ja. Ach, Klaus sieht den. Jetzt sehe ich es auch hier komischerweise. Eben war das nicht zu sehen. Ja. Oder ich bin einfach nur doof. Gut, Klaus, dann nimm den doch mal raus. Huh. Hier. No way. Can't make that shot. Ich wollte Klaus, dass der das macht. Geht doch. Ja. 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 Okay, Klaus, kannst du noch so einen versenken? Wir lassen ihn einfach da verbluten. Drauf geschissen. Ja. Verdammt. Ach, da ist noch einer. Ja. Oder war das der? Konnte ich mit einem Punkt an Treffsicherheit. Schöne Sache. Sehe ich aus wie David Copperfield? David Copperfield. Ja. 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 Ich dachte, das wäre hier aufregend und ich würde mit Profis zusammenarbeiten. Okay. Wie naiv von mir. Ah, wir sind gut. Der Angriff ist abgewehrt. Wenn ihre Angehörigen benachrichtigt hat, können wir uns zum nächsten Sektor aufmachen. Ja, wir müssen Lupsi beerdigen. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich einen ähnlichen Charakter zurückbringen müssen, um meinen toten alter Ego zu ersetzen. Oder aber ich kann auch einen neuen Zuschauer reinbringen. Das müsst ihr dann entscheiden, würde ich einfach mal sagen. Ihr sagt mir, wen ich reinbringen soll, oder wenn ihr selber reingebracht werden wollt und euch dabei seid, dann ein paar Wunschsets. Zum Beispiel Spezialisierung. Wir haben ja noch eine Nachteule, wir können also mit dem Nachtsichtgerät sowas anfangen. Aber wir müssen zusehen, dass wir halt das Team etwas aufstocken. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich werde auch zusehen, demnächst dann wieder ein bisschen mehr zu machen in die Richtung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Bis dann.